Hey, hier Massiv. Willkommen zu meinem sechsteiligen Trainingsblock, wo ich euch genau erkläre, was ich esse, wann ich es esse, wie ich es esse und was so alles auf meinem Teller landet. Come on. Wie du weißt. Apfelsinen, Anti-Silikon, du weißt. Ich bevorzuge diese Tomaten, weil die halt immer locker und flockig direkt in die Pfanne geschmissen werden können. Bananen vor dem Training, nach dem Training, für den Snack zwischendurch auch. Aber ab 19 Uhr nicht zu empfehlen. Für alle Leute, die das Fett verbrennen wollen, ohne großartig rumzurennen und so. Nachts, 8, 9 Uhr, wenn du Heißhunger bekommst, knallst du dir eine komplette Ananas rein. Es entwässert den Körper und du musst die ganze Zeit auf Toilette gehen. Okay? Ananas, du weißt. Champignons, sehr vitaminreich. Kannst du ein halbes Kilo essen, wirst du nicht satt, aber für den Snack zwischendurch. Wichtig, Paprika schneide ich mir immer so schön in Scheiben. Alkohol, Finger weglassen davon, tut deinem Geist nicht gut und auch deinem Körper nicht gut, nur Dreck. Also es ist wie wenn du Gift schluckst, Gift. Manchmal hole ich mir den Salat auch abgepackt, da ich manchmal keine Zeit habe wegen Studioaufnahme, dann ins Fitnessstudio und dann wieder zu Mama was erledigen, Papierkram hin und her. Bisschen Pute reinschneiden und dann hast du einen Hammersalat mit ein bisschen Balsamico-Essig. Kein Dressing, Balsamico-Essig. Für alle Leute, die nicht auf Kohlenhydrate verzichten können und man darf ja morgens auf jeden Fall auf Kohlenhydrate zurückgreifen, Pumpernickelbrot. Das gepresste, süßes Brot aus dem Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Toast ist ein No-Go. Überhaupt weißes Brot ist ein No-Go. Für morgens nehme ich immer diesen Käse, aber wirklich originalgetreu nur auf ein Pumpernickelbrot. Mozzarella Light schneide ich mir auch immer gerne in die Schablette. Ist auf jeden Fall ein Muss. Sehr gut, aber abends auch nicht zu empfehlen. Körniger Frischkäse, Magerstufe. Sehr, sehr gut. 12 Uhr, 12:30 nachts, Mitternacht. Du hast gerade einen Film geguckt, hast gerade Champions League geguckt, guckst dir noch die Pressekonferenz an mit Beckenbauer, Uli Hoeneß und so. Und danach bekommst du auf einmal voll Hunger. Du rührst dir keinen Chips an, du rührst dir keine Schokolade an. Nimmst du einfach körnigen Frischkäse, bisschen Honig drauf. Perfekter Snack für zwischendurch. Ich tue mir manchmal noch ein bisschen so Gurken reinschneiden und so, und dann habe ich eine perfekte Mahlzeit für nachts. Eiweiß pur. Speisequark, Magerstufe, sehr zu empfehlen, auch nachts. Kannst du essen, wann du willst. Ich schneide mir da immer so Ananasstückchen rein, dann hast du ein perfektes Dessert. Also richtig, so wie wenn du ein Stückchen Torte isst nachts. Perfekt. Ekligste, was es gibt, harzer Käse. Kannst du jederzeit essen, kannst du kiloweise essen, du nimmst kein Gramm zu. Aber es ist schlimmer, als wenn du irgendwie deinen Magen ausgepumpt bekommst. Das ist das Ekligste, was es gibt. Also ich rühre das nicht an. Einmal sündigen darf man, aber wie gesagt, ohne Zucker. Ein bisschen Kind darfst du auch nicht. Die Farbe macht's. Und zum Thema Wasser. Jeder sollte 2 bis 3 Liter am Tag auf jeden Fall versuchen zu schaffen. Du solltest es auch wie so einen Teilzeitjob an dich nehmen und dich zwingen, das Wasser zu trinken. McFit gibt es einen Wasserhahn, du weißt, sei nicht so pingelig. Am Eis gehen wir natürlich vorbei. Nur sonntags schon. Spinat, wie Popeye. Ich bin der palästinensische Popeye. Übertrieben wenig Kalorien und schmeckt einfach top. Hier im Rewe haben sie zwar alle Fleischarten und alle Fleischsorten, die es gibt, aber wir gehen zu unserem türkischen Kollegen, weil wir auch darauf achten müssen, dass es halal ist. Du weißt, ich bin Palästinenser, Muslim. Es gilt nicht für alle. 50% der Leute, die das gucken, können sich es auch im Rewe holen oder im Kaufland oder was weiß ich. Ich gehe mit meinem türkischen Kollegen. Was man in den Wagen tut, muss man natürlich auch bezahlen. Wir klauen nicht mehr, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten.
Früher haben wir das eine und andere mitgehen lassen, aber heute können wir das uns verleisten und uns gönnen. Hier an der Fleischtheke und wir holen uns hier halal das Fleisch. Eigentlich wollte ich ein Filetstück, Rind oder Kalb. Ein Stück. Und wir haben uns entschieden für eine Hähnchenbrust. Ist recht mager und besser als Putenbrust, weil es nicht so trocken ist. Danke dir schon. Danke, Abi. Jetzt würde ich euch gerne alle einladen zum Kochen. Wie massiv sei es. Ganz so zubereitet, vorbereitet und sich den Snack für zwischendurch auch später zusammenwürfelt. Okay?